Hallo meine Lieben, ihr müsst Nadelmodule bestellen und da steht aber immer irgendwas von Long Taper, Medium Taper, Backpin, Openliner, was ist das? Da reden wir jetzt mal drüber. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Ink Area. Ja, ihr Lieben, wenn ihr mal eure Nadelmodule anschaut, da steht meistens drauf irgendwas mit MT oder LT oder BP gibt's auch und irgendwelche Bezeichnungen stehen immer bei euch auf den Nadelmodulen. Oder seht ihr euch da vielleicht auch wieder, ihr schaut in einem Online-Shop und wollt euch Nadelmodule kaufen und da steht jetzt Medium Taper, Long Taper, Backpin, Hololiner, Boldliner, Textur? Das ist im Grunde genommen eine ganz einfache Geschichte. Und zwar hat das was mit dem Nadelschliff zu tun. Wir haben ja einen langen Metallstab sozusagen und vorne ist eine Spitze dran. Und wie diese Spitze geschliffen ist, das sagt im Prinzip der Name Short Taper, Medium Taper und Long Taper aus. Und wofür wir das benutzen, da kommen wir jetzt mal zu. Short Taper könnt ihr direkt wieder aus eurem Kopf verbannen, weil die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwo vereinzelt bekommt man noch Restposten, aber ich glaube, Short Taper werden gar nicht mehr hergestellt. Short Taper sind so flach geschliffen, die hat einfach niemand benutzt, weil die hinterlassen einfach keine sauberen Löcher. Mein persönliches Empfinden, deswegen gibt es die auch irgendwie gar nicht mehr. Aktuell schwankt es immer zwischen Medium Taper und Long Taper. Wenn man das Thema ganz grob halten will, dann könnte man jetzt auch sagen, für bunte Tattoos Medium Taper, für alles was schwarz-weiß ist, nehmen wir Long Taper. So könnte man das grob sagen, aber so einfach ist es natürlich wieder nicht. Also bleiben wir jetzt mal bei den Schliffen. Wir kümmern uns jetzt ausschließlich nur um Long, Short und Medium Taper. Und dafür zeichne ich euch jetzt mal was auf. Ja, meine Lieben, dann schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Also, wir haben jetzt hier sozusagen unsere Haut. Der untere rote Strich ist unsere Haut. Das hier. Und hier haben wir drei Nadelmodule. Wir sagen einfach mal alle Nadelmodule. Meine Geometrielehrerin würde mich jetzt... So, wir sagen 0,30er Nadeln. Alle drei sind 0,30 Nadeldurchmesserdicke. Und wir haben hier einen Short Taper, einen Medium Taper und eine Long Taper Nadel. Eine Short Taper, die gibt es kaum noch. Die hat einen wirklich kurzen Schliff. Und wir haben ja einen Bereich, der geschliffen wurde. Und wir lassen unsere Nadel, wir lassen unsere Nadel 3 mm in die Haut einstechen. Wir kommen so in unsere Haut. Und wir hinterlassen dieses Loch in der Haut. Hier läuft natürlich wunderbar die Farbe rein. Wir hinterlassen natürlich aber auch ein ziemlich großes Loch. Dann haben wir einen Medium Taper. Da sieht es alles schon ein bisschen anders aus. Der hat einen längeren Schliff. Wir gehen wieder 3 mm in die Haut. Und das würde dann schon so aussehen. Wir hinterlassen dadurch ein kleineres Loch. Und jetzt kommen wir zur Long Taper. Wollen wir mal nicht zu long machen. Und wir gehen auch wieder 3 mm in die Haut. Und wir haben ein noch dünneres Loch. Das bedeutet jetzt wiederum, wir haben bei dieser Nadel haben wir zwar das Problem, dass wir sehr dicke Farbe schlechter in die Haut bekommen, aber dafür ist die Haut nachher viel feiner. Also da die gesamte Tätowierung ist dadurch viel feiner. Und eine Medium Taper ist, wenn wir zum Beispiel bunte Farben machen, die sind ja generell von Haus aus immer etwas, die Konsistenz ist immer etwas dicker. Damit bekommen wir im Prinzip einen guten Mittelweg. Wir bekommen ordentlich Farbe in die Haut, aber die Nadel ist nicht ganz so grob, dass das Tattoo nicht sehr grob aussieht. Und Short Taper von der Sache her gibt es so gut wie gar nicht mehr. Fertig gemalt. So, ich denke, das hat nun wirklich jeder verstanden. Dann kümmern wir uns mal noch um die Sonderformen. Die Sonderform wäre zum Beispiel eine Backpin.
eine Backpin oder eine Texturnadel. Das ist beides dasselbe. Nur der eine nennt seinen Apfel Apfel und der andere nennt seinen Apfel Birne. Im Grunde genommen aber dasselbe. Dadurch, dass wir so kleine Rillen haben in diesen Nadelschliff, ist es so, dass die Farbe natürlich besser in die Haut transportiert wird. Da könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich ultra feine Schatten machen möchte, könnte man im Grunde genommen eine Backpin nehmen, weil man die Farbe damit einfach viel besser transportieren kann. Da bleiben die kleinen Pigmente drin hängen und werden an der Haut abgegeben. Man muss bedenken, umso dünner die Farbe ist, umso schlechter ist auch das Fließverhalten auf so einer Nadel natürlich. Und da kann man dann mit so einer Backpin kann man die Farben besser transportieren. Das ist aber so eine Geschichte, die wird einem erzählt. Ob das im Endeffekt wirklich so ist, kann ich einfach nicht sagen. Ich habe noch nie tätowiert unter einem Mikroskop. Würde mich persönlich zwar mal interessieren, aber ich weiß nicht, ob es so ein großes Mikroskop gibt, wo ich mit drunter passe. Aber interessant wäre es definitiv mal. Ja, und dann haben wir natürlich noch Openliner oder Hollowliner. Es gibt, glaube ich, auch Pointliner oder so. Das sind im Grunde genommen Module. Da haben wir Nadeln, die sind in einem Kreis zusammen und in der Mitte ist keine Nadel. Normalerweise bei einer Linernadel haben wir unsere Nadeln, die sind ringsrum. Da entsteht ja demzufolge ein Loch in der Mitte und da liegt auch noch eine Nadel drin. Das bedeutet, das Modul sozusagen, die Nadel kann mehr Farbe aufnehmen. Und zwar genau dieses ganze Stück zwischen dem Nadelschaft und Ende der Nadeln sozusagen. Das kleine Stückchen mehr Farbe kann jetzt diese Nadel aufnehmen. Da muss ich auch wieder sagen, ist mir im Grunde genommen egal, ob ich jetzt meine Linie 5 cm ziehen kann oder 6 cm ziehen kann. Wenn ich meine Linie ziehe, sehe ich, dass ich keine Farbe mehr habe und greife rein in den Farbtopf und nehme neue Farbe auf. Das ist ja so eine automatisierte Handbewegung. Da hatte ich zum Beispiel eine ziemlich krasse Erfahrung mit Cheyenne-Module. Und zwar die Kapillarmodule. Die Kapillarmodule ist auch eine Nadelbezeichnung, hat aber indirekt nichts mit der Nadel selbst zu tun, sondern mit dem Tipp vorne. Dieser Tipp vorne ist wie ein Gewinde. Und wenn man das Modul in den Farbtopf hält, zieht sich dieses Tipp voll mit Farbe. Und das bedeutet, dass man weiter kommt mit seiner Schattierung sozusagen. Aber wenn ich eine automatisierte Bewegung habe, tauche ich kurz in die Farbe und gehe wieder auf meine Haut. Ich komme nicht weiter, weil es gar nicht funktionieren kann. Weil ich muss ja dann auch länger in den Farbtopf halten. Und dann, oh Staune, sieht man, wie sich das Modul langsam voll Farbe zieht. Das heißt aber, ich muss länger in dem Farbtopf bleiben und kann dann natürlich größere Flächen Farbe machen. Aber das ist halt das mit dem Automatisieren. Und deshalb stört es mich auch nicht, ob irgendwo eine Linie 4 cm oder 5 cm lang ist. Das ist mir egal. Aber so wie bei vielen Sachen es überall so ist, in der ganzen Industrie. Von der Wirtschaftlichkeit her, wenn ich eine Firma wäre, die Nadelmodule herstellt, würde ich es doch genauso tun. Und ihr wahrscheinlich auch. Irgendwann ist ja der Markt gesättigt mit Medium Taper und Long Taper. Also was brauchen wir jetzt? Wir müssen neue Innovationen kommen, spielen lassen. Wir müssen mit der Zeit gehen, was ich gut finde. Also basteln wir irgendwas rum und schmeißen das auf den Markt und erzählen, so und so ist das jetzt und Leute, und kauft. Und wir kaufen. Es ist völlig normal, dass wir kaufen, weil wir neue Sachen toll finden. Ich sowieso. Ich bin da wie eine Elster. Wenn es glänzt, muss ich es haben. Aber ich habe allerdings auch schon unheimlich viel Geld ausgegeben für Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber was wirklich gut funktioniert, ist zum Beispiel, ich habe in einigen Videos, habe ich übrigens immer gesagt, ich nutze so gut wie nur 0,30er Stärke an Nadel und nur Long Taper. Aber diese Aussage muss ich auch revidieren. Denn, wie viele aus meinen Videos wissen, stehe ich total auf die Gorilla-Module, diese Boldliner. Und das ist jetzt hier keine Werbung. Ich finde die wirklich klasse. Sämtliche Linien, die ich aktuell mache oder wenn ich weiß, hier kommt es auf die Linie drauf an, die ist mir wichtig, dann nehme ich tatsächlich eine Boldliner. Aber auf dem Karton steht drauf, dass es Medium Taper sind. Hätte ich vorher nie gedacht. Aber das passiert, wenn man seine Augen vor neuen Sachen verschließt. Man muss einfach auch mal was Neues ausprobieren. Und so kann man sich dann natürlich auch weiterentwickeln. Dadurch sind meine Linien einfach viel sauberer geworden und viel schneller vor allem. Weil wenn ihr euch daran erinnert, habe ich meine Linien immer mit einem Round Shader gezogen.
Aber wenn man eine Round-Shader-Linie nach dem Abheilen sieht, dann ist sie doch nicht ganz exakt immer schön gerade sozusagen. Gerade schon, aber sie ist doch an den Rändern etwas ausgefranst. Und das hast du bei den Boldlinern, hast du das nicht. Und deswegen finde ich die wunderbar. Ich vermute, dass wenn man sich von irgendeiner anderen Marke, zum Beispiel die Anche-Module, in Medium-Taper-Liner holt, dass die wahrscheinlich genauso gut sind. Das werde ich irgendwann demnächst mal austesten. Aber zum Linienziehen finde ich Medium-Taper wunderbar. Wenn ich jetzt natürlich einen dünnen Text mache oder es soll wirklich filigran sein, dann würde ich doch eher auf einen Long-Taper übergehen. Weil mit einem Long-Taper hinterlässt man wirklich ein kleines Loch. Die ganze Linie wird einfach viel dünner. Oder auch beim Schattieren. Die Kombination 27er Soft-Age Magnum in Long-Taper in dicke 0,25 macht sich super geil zum Schattieren. Damit bekommt ihr richtig weiche Schattierungen hin. Könnt ihr zum Beispiel in dem Video sehen, butterweiche Schattieren. Da könnt ihr, wunderbar macht sich das. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel, ihr wollt ganze Flächen schwarz machen, da wäre vielleicht eine 17er oder 19er Magnum Medium Taper ganz gut. Wir haben ein etwas größeres Loch, die Pigmente können schön sauber rein und fertig. Die Vorteile von einem Long Taper sind ganz einfach, dass die Haut durch diese vielen kleinen Löcher schön sanft bleibt. Und bei einem Medium Taper macht es doch etwas größere Löcher und die Haut ist etwas gröber sozusagen. Man sieht es auch. Also ich sehe es. Ob ihr es seht, weiß ich nicht. Aber ich kann das, den Unterschied da schon gut erkennen. Und bei einem Short-Taper sieht es wahrscheinlich aus, als wenn die Haut frisch gepflügt wurde. Aber probiert es halt einfach mal selber aus. Holt euch einfach mal ein paar Liner in Medium-Taper und dann vielleicht ein gutes Modul und probiert es einfach mal selber aus. Und ihr werdet den Unterschied sehen. Und wenn ihr noch ganz frisch am Machen seid, nehmt euch ein bisschen Kunsthaut mit aus dem Shop, wo auch immer, und probiert das da erstmal aus oder nehmt euren eigenen Oberschenkel. Der ist immer gut dafür. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was dazu erklären und diese Fragen über Medium und Short und Long Taper sind jetzt ein für alle Mal geklärt und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund.